Das loyale Magma-Mammut, dieses geile, ja, lava-besetzte Elefantenreittier in World of Warcraft könnt ihr in unter 5 Minuten farmen. Und in diesem Video zeige ich euch, wie das geht. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei OzzogOD, deinem Computer-, Technik- und Gaming-Kanal hier auf YouTube. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie im Intro gerade erwähnt, können wir hier ein richtig geiles Mount, ja, bekommen. Und dafür müsst ihr euch in diesem Gebiet hier befinden, also diese Obsidian-Zitadelle. Die hatte ich schon mal in einem meiner anderen Guides erwähnt, da möchte ich nicht jetzt näher drauf eingehen, aber falls ihr den verpasst habt, hier oben links am Bildschirmrand ist eine Verlinkung, schaut da gerne mal rein. Ich möchte das Video auch so kurz wie möglich halten. Um an dieses übertrieben krasse Mount ranzukommen, benötigt ihr zwei Gegenstände. Ich habe diese schon in meinem Inventar. Das ist zum einen hier auf dieser Seite diese robuste Obsidian-Brille und die lavasicheren Stiefel des Nederschmieds. Wo bekommt ihr die her? Also ganz ehrlich, das ist sehr, sehr einfach. Ihr seid vielleicht sowieso gerade dabei, euren Ruf hier in diesem Gebiet bei Furorion und Sabelian zu steigen. Wenn ihr das schon gemacht habt und die maximale Rufstufe erreicht habt, dann könnt ihr bei den jeweiligen Rüstmeistern, bei den Händlern entsprechend euch diesen Gegenstand kaufen. Bei Actorius Belle ist zum Beispiel hier bei der maximalen Rufstufe auf der letzten Seite die robuste Obsidianbrille. Und wenn wir auf die andere Seite fliegen, also zu Sabelians Rüstmeister, kriegt ihr dort diese lavagebundenen Stiefel. Da müsst ihr dann entsprechend mit dem hier reden, mit dem Xaldras. Der gibt euch dann sozusagen diesen, ja, lavasicheren Stiefel des Nederschmieds und den könnt ihr dort auch kaufen. Wichtig, wie gesagt, wichtig für euch, ihr müsst bei den jeweiligen Drachen, also bei Sabelian und bei Furorion, die maximale Ruhm- oder Rufstufe haben. Die seht ihr hier oben. Ich habe hier 6 von 6 und nur dann könnt ihr bei den jeweiligen Rüstmeistern dieses Item kaufen. Jetzt, wo ihr beide Items habt, müsst ihr nur noch eins machen. Ihr müsst hier oben auf den Spitze der Obsidian-Zitadelle springen, beziehungsweise hochfliegen. Und hier gibt es ebenfalls einen Händler, der euch sozusagen dieses Mount verkauft. Wenn ihr hier oben angekommen seid, dann seht ihr schon, gibt es hier in dem Lager mehrere Händler für Berufe, für Schmiedekunst. Aber zu wem ihr hingehen müsst, das ist der hier hinten, und zwar Jiras Lichtfinger. Wenn ihr zu dem geht, könnt ihr ja seine Waren anschauen und dann seht ihr, hier gibt es den Magma-Mammut-Harnisch als mögliches Reittier zu kaufen. Dafür müsst ihr einmal die lavasicheren Stiefel und die Obsidian-Brille abgeben. Wichtig, ihr bekommt jetzt das Mount noch nicht, denn das erfordert wieder eine Nebenquest oder beziehungsweise eine zusätzliche Arbeit von euch. Wie hier schon im Text erkennbar, zähmt ein Magma-Mammut der Kalashi und haltet es dauerhaft als Reittier. Kann nur beim Reiten verwendet werden. Das heißt, ihr müsst jetzt erstmal euch diesen Gegenstand kaufen und dann müsst ihr in die Gegend gehen, wo ein Magma-Mammut halt rumsteht und dann könnt ihr das auf das raufklicken. Dabei müsst ihr aber selber ebenfalls reiten. Dann könnt ihr dieses Tier zähmen und daraus ein Mount machen. Nachdem ihr jetzt diesen Gegenstand gekauft habt und im Inventar habt, da zeige ich euch mal auf der Karte, wo ich jetzt hingeflogen bin. Hier unten an dieser Position vom Drachenschuppen-Basislager, also südlich dieser kleinen Burg, das sind die Koordinaten 33, 43 und 71, 56. Da steht ein zahmes Magma-Mammut. Und ja, wir müssen jetzt als erstes diesen Genickbrecher der Kalashi hier vermöbeln, dass der tot ist. Und danach können wir unser zahmes Mammut, ja, mit diesem, ja, Gegenstand zähmen. Und wie ihr seht, einfach raufgehüpft und angeklickt und schwuppdiwupp kriegen wir unser Mount. Jetzt haben wir sozusagen das Ganze fertig. Wir haben den Erfolg schwerer Mammutdiebstahl bekommen und wir haben unser Mount in unsere Liste reinbekommen. Das finden wir hoffentlich unter unseren Reittieren jetzt auch direkt gleich angezeigt. Magma. Genau, loyales Magma-Mammut. Wir können jetzt mit diesem Viech hier noch weiter reiten, 5 Minuten. Damit ist man jetzt 280% schneller. Aber das brauchen wir eigentlich nicht. Das heißt, wir verlassen das Ganze, klicken hier drauf, setzen auf unser Riesen-Magma-Mammut drauf. Und das hat jetzt sogar noch so coole, ja, wenn ich hier mal ranzoome, ja, Lava-Becher und Ketten und sowas da drum. Sehr, sehr cooles Mount. Und wie gesagt, relativ einfach in unter 5 Minuten zu bekommen, finde ich sehr, 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 sehr stark. Damit sind wir schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe natürlich, dass ich euch wieder weiterhelfen konnte. Wenn ihr nur hier wart, um dieses Mount zu farmen und diesen Erfolg zu erspielen, dann würde ich mich trotzdem freuen, wenn ihr ein kostenloses Abonnement auf meinem Kanal dalassen würdet. Unterstützt gerne den Kanal mit einem Daumen nach oben, einem weiteren Kommentar und klickt gerne mal ein paar andere Guides an, falls ihr noch was wissen wollt, denn hier gibt es zahlreiche weitere WoW-Computertechnik- und Hilfevideos für euch. Und ansonsten war es das dann soweit. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Stay real, bis dann, euer Ozog. Ciao!